Bücherwürmer. Ja, ich wurde getaggt von Chari von Alles Allerlei und auch Toto hat den Tag mittlerweile schon gemacht. Und zwar ist das der, wie heißt er noch? Und raus bist du oder du bist raus oder was auch immer. Ich finde den Tag eigentlich voll cool und ich hatte ungefähr 3000 Ideen, diesen Tag umzusetzen. Habe mich jetzt erstmal für eine davon entschieden und zwar gibt es hier jetzt eine Harry Potter Edition. Wird auch in der Überschrift oder eben unten zu sehen sein. Ich habe also nur Harry Potter Charaktere, also Charaktere aus den Filmen und den Büchern. Ich meine, das sind ja eigentlich die gleichen. Ich kann sie aber, wie ihr wisst, nur aus den Filmen nehmen, weil ich die Bücher noch nicht komplett gelesen habe. Naja, hier habe ich auf jeden Fall 30 Charaktere jetzt, ziemlich bunt gemischt. Also männlich, weiblich, gut, böse, was auch immer. Sehr bunt gemischt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Das Prinzip von dem Tag, erkläre ich jetzt auch mal kurz. Und zwar ist es halt so, es gibt 15 Fragen und ich muss zu jeder Frage halt zwei Charaktere ziehen und mich dann halt zwischen einem von den beiden entscheiden. Wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage. Du hast nur noch einen Platz im Buchstabierwettbewerb-Team frei. Wer wird dein Team vervollständigen? Zieh zwei Kärtchen und zwar habe ich hier einmal. Oh, das ist gut. Madame Pomfrey. Das ist schon mal sehr gut. Und Sirius Black. Also ich würde, glaube ich, Madame Pomfrey nehmen. Einfach aus dem Grund, dass. Also ich kann mir vorstellen, dass Madame Pomfrey das ein bisschen besser buchstabieren kann. Oder allgemein ein bisschen mehr vielleicht so in die Richtung was kann. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber. Ich glaube, ich nehme Madame Pomfrey. Die hat, glaube ich, ein bisschen mehr Ahnung. Wobei Sirius halt auch nicht doof ist, aber ich nehme Madame Pomfrey. So, zweite Frage. Diese beiden Charaktere versuchen dich zu töten. Welche tötest du zuerst, damit du beim zweiten eine bessere Überlebenschance hast? So, ziehe ich wieder ein. Da haben wir jetzt Neville Longbottom. Nein, die will ich nicht töten. Der zweite Charakter. Fleur de la Cour. Oh Gott, also Neville will ich eigentlich gar nicht töten. Ich würde allerdings sowieso Fleur de la Cour als erstes töten, weil sie hat das, glaube ich, ziemlich faustdick hinter den Ohren. Ich meine, das hat man ja auch bei den Spielen, wollte ich schon sagen, bei dem Turnier gesehen und ich glaube, ich habe dann bessere Chancen, wenn ich Fleur, also den starken Charakter, als erstes töte. Was heißt stark? Neville ist halt geistig stark, ne? Aber es ist sowieso sehr schwierig, weil ich Neville niemals töten würde wollen. Aber wenn ich es muss, dann erst Fleur de la Cour, damit ich Neville Longbottom, weil dann bin ich halt schon geschwächt, weil ich gegen Fleur kämpfen musste. Ich glaube, so habe ich bessere Überlebenschancen. So, dritte Frage. Du bist die Bachelorette. Die folgenden Charaktere sind die Finalisten. Wer bekommt von dir die letzte Rose? Jetzt habe ich hier gerade zwei gleichzeitig gezogen. Und also, wer ist denn Finalist? Oh Gott, Peter Pettigrew. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hagrid. Hagrid würde meine Rose kriegen. Einfach weil Peter Pettigrew ein ziemlich scheußlicher Charakter ist und ich den absolut nicht mag. Ich meine, ich glaube, es gibt keinen, der ihn wirklich mag. Und Hagrid ist ein super lieber Mensch. Also er ist zwar jetzt nicht gerade der hübscheste und hast du nicht gesehen. Und ich kann mir auch absolut keine Beziehung mit Hagrid vorstellen. Aber wenn ich halt zwischen den beiden wähle, dann absolut Hagrid. Er ist ein so süßer Knuddelbär. Und ja. Vierte Frage. Du wurdest für die Hungerspiele ausgewählt. Welcher der beiden Charaktere würde sich freiwillig melden, um für dich zu kämpfen? Jetzt bin ich mal gespannt. Und zwar habe ich hier Nummer 1 und Nummer 2. So. Molly Weasley oder
Die maulende Myrte. Also ich glaube tatsächlich, dass Molly Weasley eher für mich in den Kampf gehen würde, zu den Hungerspielen gehen würde. Und ich glaube auch, dass Molly Weasley bessere Chancen hat, dann für mich zu gewinnen, beziehungsweise zu überleben. Ja, Molly Weasley, eindeutig. So, nächste Frage. Fünftens. Du bist mit diesen beiden Personen auf einer einsamen Insel gestrandet. Wen würdet ihr opfern, damit ihr ihn essen könnt? Auch so eine Frage, die ich ungern beantworten will, aber naja, ich mache es einfach mal. Und zwar habe ich zwei Charaktere wieder. Das seht ihr gar nicht immer, wenn ich das zeige. Cedric Diggory. Wirklich keinen. Jetzt habe ich hier noch Fred und George Weasley. Ja, nein. Ja, nein. Also rein überlebenstechnisch. Also davon abgesehen, dass ich die alle drei gerne habe. Ich meine, Fred und George, das ist jetzt natürlich doof, dass sie so zwei in einen sind. Aber rein in der Überlebenstaktik und einfach, weil ich dann die Chance habe, also länger zu überleben, ist Fred und George, weil das sind nur mal zwei Personen. Also da ist dann ein bisschen mehr Fleisch dran. Und ja, aber andererseits, oh nein, das geht nicht, kann ich nicht. Dann würde ich, glaube ich, eher sterben. Wirklich. So. Sechste Frage. Du bist der neue Comic-Held von DC oder Marvel. Wer ist dein Sidekick? So. Eins. Und zwei. Harry Potter oder Remus Lupin. Oh, beides tolle Charaktere. Oh, jojojojo. Naja, rein theoretisch, aus Prinzip muss ich Harry Potter jetzt eigentlich mal nehmen, weil Harry Potter ist eigentlich der Hauptcharakter und hat selber seine Sidekicks, beziehungsweise das sind auch schon fast Hauptcharaktere. Aber ich glaube, ich tendiere trotzdem zu Lupin, weil Lupin, glaube ich, weiß nicht, Harry Potter ist halt, der braucht selber irgendwie Menschen, die halt für ihn arbeiten oder weiß ich nicht was, für ihn halt was machen. Und Lupin, der hilft halt gerne und gut und er kann gut helfen. Und ich glaube, Lupin wäre der bessere Sidekick. Siebtens, du bist der Manager eines weltweiten Superkonzerns. Wer wird gefeuert, weil seine Kommunikationsskills zu mangelhaft sind? Okay, da sind wir mal gespannt, wen wir denn da jetzt ziehen. Eins und zwei. Okay, dann habe ich hier einmal Mad-Eye Moody und oh, Draco Malfoy. Okay, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube aber, dass Draco, weil der eben halt auch immer und alles und überall zu etwas sagen muss und er halt auch immer sehr gerne und viel redet und leider Gottes halt trotzdem aus einer gehobenen Familie, wollte ich gerade sagen, na, kann man es so nennen. Ich glaube, dass Draco da ein bisschen besser ist und Mad-Eye Moody würde ich dann, glaube ich, feuern. Wobei ich es halt wirklich nicht machen würde wollen, weil ja, es ist eben Mad-Eye Moody. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich glaube, ich würde Mad-Eye Moody feuern. Weil Draco, einfach weil Draco, ich glaube, besser kommunizieren kann und halt da ein bisschen besser ist, auch wenn er doof ist. Achte Frage. Du hast ein Buch beendet, in dem dein Lieblingscharakter stirbt. Mit welcher Person tröstest du dich? Oh Mann. Ja, eigentlich mit meinem Schatzi. Zwei Zettel gezogen. Und zwar habe ich jetzt hier Colin. Colin ist ja der Fotograf. Also was heißt Fotograf, der halt voll besessen von Harry Potter ist. Und Severus Snape. Ja. Mit wem würde ich mich trösten? Ich glaube, Snape kann einfach nicht trösten. Weiß ich nicht. Der ist selber immer sehr depressiv drauf. Deswegen, wo würde ich wohl oder übel wegen dem Ausschlussverfahren Colin nehmen? Wobei Colin mir einfach viel zu aufgedreht wäre. Naja. Ich glaube, trösten können sie beide nicht gut. Aber ich glaube, Colin dann besser als Snape. So. Neuntens.
Schulzeit. Wer wäre eher ein Teil der Stars der Schule? Wen haben wir denn überhaupt noch hier? Ich weiß gar nicht mehr, wen ich hier noch in der Kiste habe. Ich glaube, ich habe noch ziemlich viele böse Charaktere. Ich habe zwei Zettel gezogen. Ginny Weasley und Dolores Umbridge. Ich glaube, das ist wohl ziemlich klar. Ginny Weasley ist halt ein cooler Charakter und also sie ist, glaube ich, würde ziemlich beliebt sein auf der Schule. Dolores Umbridge hat, glaube ich, schon seit der Kindheit so eine, sag ich mal fast, sie hat halt so einen Charakter schon immer gehabt, denke ich mal. Ich glaube, Ginny Weasley wäre Teil der Stars. Glaube ich zumindest. Zehntens, es ist dein Geburtstag. Welcher der folgenden zwei würde am ehesten vergessen, dir zu gratulieren? Eins und zwei. Lucius Malfoy. Oder Lord Voldemort. Am ehesten vergessen würde es, glaube ich, Lord Voldemort, einfach weil er ist das Wichtigste, ihm sind alle anderen egal. Er hat keine Freunde und er hat niemanden, den er liebt oder sonstiges. Ich glaube, deswegen würde er halt am ehesten meinen Geburtstag vergessen. Und Lucius ist vor allem auch sowieso der Meinung, dass man die Kontaktpflege gut machen muss, also wenn man halt Kontakt zu anderen hat, dass man das immer gut pflegen muss und ich glaube, er würde das nicht vergessen. Elfte Frage. Du hast einen neuen aufstrebenden Booktuber gefunden. Wer von diesen beiden wäre es? Oha, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Und zwar habe ich hier noch einen Zettel und noch einen Zettel. Ronald Weasley. Irgendwie habe ich gerade gedacht, dass der kommt. Irgendwie hatte ich das gerade im Gespür. Oder Bellatrix Lestrange. Ja, eigentlich kein von beiden, weil Ronald Weasley liest einfach nicht und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass er irgendwann anfängt, vernünftig zu lesen. Und Bellatrix, wobei Bellatrix, glaube ich, echt coole Videos machen könnte, so ein bisschen abgedreht halt und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt ankommen würde. Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage und beziehungsweise schwierige Person, die ich jetzt auswählen muss. Ich würde aber Bellatrix Lestrange sagen, weil Ronald Weasley könnte kein Booktuber sein. Aus einfachem Grund, dass er einfach nicht lesen würde. Zwölfte Frage. Pyjama Party. Leider kannst du nur einen der beiden Charaktere einladen. Wer ist es? Eins. Zwei. Dobby, der Hauself. Oder Viktor Krumm. Ich glaube, die Frage ist super, super einfach. Ich würde natürlich Dobby einladen, weil Dobby halt einfach ein cooler Zeitgenosse ist und man einfach sich von ihm unterhalten lassen kann. Und ja, Dobby ist eben Dobby. Ich glaube, jeder liebt Dobby und ja. So, 13. Frage. Zack, du bist schwanger. Wer ist der Vater? Ein Zettel. Noch ein Zettel. Albus Dumbledore. Oder Mr. Ollivander. Oh, das war natürlich so richtig typisch jetzt, dass ich bei dieser Frage, ich glaube, die beiden Ältesten aus meiner Charakterauswahl hier kriege. Ja. Das kann ich absolut nicht entscheiden, glaube ich. Ich glaube, ich würde Mr. Ollivander nehmen. Ich weiß nicht mal, ich kann gar nicht beschreiben, warum, aber Albus Dumbledore, das kann ich mir einfach partout nicht vorstellen. Ich kann es mir beides nicht vorstellen, aber irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Mr. Ollivander hat so ein bisschen. Ist ein bisschen einfühlsamer als Albus. Ja, ich glaube, Mr. Ollivander.
14. Du hast gerade eine wichtige Nachricht verschickt. Welche der beiden Personen liest sie, aber antwortet nicht darauf? Ich muss ja gestehen, ich bin selber so eine Person, dass ich ganz oft Situationen habe, wo ich wirklich nur schnell einmal rauflese und dann später erst antworte. Ich selber mag es auch nicht, gerade wenn ich eine wichtige Frage stelle oder so oder eine wichtige Nachricht verschicke. Ja, ich ziehe jetzt einfach mal, wer es bei mir tun würde. Zwei Zettel. Das. Luna Lovegood. Oder Hermine Granger. Irgendwie habe ich ziemlich doofe Konstellationen gerade, weil hier ist es jetzt auch so, dass ich es mir bei keinem der beiden vorstellen kann. Luna Lovegood ist einfach eine treu-doofe Person, die halt wirklich zu ihren Freunden steht und da glaube ich nicht, dass sie eine Nachricht einfach nicht antworten würde. Hermine Granger, die ist da halt auch so gewissenhaft und ich glaube auch nicht, dass sie eine Nachricht nicht abschicken würde oder nicht antworten würde. Wobei, ich würde trotzdem Hermine Granger nehmen. Vielleicht ist sie gerade in einem Kampf oder also in einem Zauberkampf oder keine Ahnung oder hat irgendeine wichtige Mission. Ja. Ja, glaube ich jetzt einfach mal. 15. Und letzte Frage. Es ist Frühstückszeit. Wer steht in der Küche und macht dir das Frühstück? Jetzt bin ich gespannt. Ich habe keine Ahnung. Hier sind noch zwei Zettelchen drin und ich habe keine Ahnung, welche beiden das sind. Mir fällt auch echt nicht ein, wen ich noch aufgeschrieben habe. Oh, Cho! Cho Chang! Und Minerva McGonagall. Genau, die habe ich ja auch noch. Oh, ich glaube, da würde ich Minerva nehmen, weil Minerva könnte da, glaube ich, ziemlich mütterlich sein und mir dann ein mega fettes Frühstück machen. Und Cho, obwohl Cho könnte mir halt sehr kulinarische Dinge vorsetzen, glaube ich. Aber ich glaube, Minerva, die ist da, die würde sehr mutterlich werden dann und ich glaube, die würde mich ganz gut versorgen zum Frühstück. Ja, das war der Tag und raus bist du in der Harry Potter Edition. Ja, ich glaube, zum Taggen habe ich niemanden mehr wirklich. Es wurden alle so weit getaggt, die ich halt auch taggen würde jetzt. Ja, ich tagge einfach jeden, der Spaß hat, der Lust hat, diesen Tag halt mitzumachen. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!